So, und wieder willkommen zurück. Wie ihr jetzt wahrscheinlich an der Videoqualität etwas seht, habe ich hier so ein bisschen rumgespielt. Ich denke mal nicht, dass das an meinem PC liegt, dass der das nicht aushält, sondern eher, dass Fraps das nicht so mag, wenn es nebenbei läuft, dass es dann noch filmen muss. Weil jetzt, wie schön flüssig das ist schön. Ihr könnt immer noch das Nötigste sehen, ich auch. Die Qualität hier, wie ihr das jetzt seht, ist jetzt nicht so berauschend, aber das könnt ihr ja sowieso ein anderes Mal machen. Es gibt ja noch andere Leute, die Dead Space, Let's Play oder irgendwelche anderen Videos, Walkthroughs oder was es halt so gibt. Das ist schön. Das geht nicht kaputt. Das geht nicht kaputt. Ach, ein Flieger. Das ist ja geil. Yeah. Ab ins Feuer. Tschüss. Der einzige Weg. Das ist eine Aufgabe. Das ist auch cool. Da geht es auch zum Shop. Freude, Freude, Eierkuchen. Wow. 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 Wie ominös, das Licht geht wieder an. Verdammte Drecksäcke. Aha. Interessant. So, schön und gut. Da geht's weiter. Das heißt, erstmal woanders lang. Da. Vielleicht finden wir nämlich noch was Feines, was uns den Weg erleichtert. Gut, den muss ich nicht nochmal zertreten. Na, 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 na. Don't got it alone. Take assurance. Ja, haha. Da, 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 da. Da, 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 da. Blutkonserve. Da, 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 da. Manuelles Nachladen. Ja, schon geschehen. Hauptsache nur die Nekromorphen tragen irgendetwas mit sich, aber so ein Personaltyp nicht. Hihihi. Okay. Vorhin? Da. Gut, das heißt, die dürfen wir auch kaputt machen. Dann kriegen wir auch Geld und Munition und Hackepeter, hast du nicht gesehen. Aha. Aha. Schön oder nicht so schön? Eigentlich muss man hier immer mit dem nächsten Schocker direkt schon warten. Diesen erwarten, dass er kommt. Oh je. Aber ich finde es richtig toll, dass man direkt wieder in die ganze Thematik von Dead Space einfach reingeschissen wurde. Drücke Tab, um zu lesen. So, diesmal werde ich es machen. Nicht wie beim ersten Mal. Ich werde diese Sachen jetzt einfach mal auslesen. Aufgrund. Nee. TPS-Bericht. 1411 Pflegestation. Aufgrund der neuen erinnerungshemmenden Medikamente sind die Patienten uns gegenüber erregt und kampflustig. Sie vergessen von einem Tag zum anderen, wer wir sind und müssen jeden Morgen überzeugt werden, ihre Zelle zu verlassen. Viele sind so verängstigt, dass sie nur sediert zum Verhörraum gebracht werden können. Sediert heißt das irgendwie so unter Betäubungsmitteln gebracht? Keine Ahnung. Pfleger Gussettis
keine Ahnung, ob man den so ausspricht, wurde dreimal von Patient 6 gebissen, dem jetzt jeden Morgen erklärt werden muss, warum sein Kiefer gebrochen ist. Naja. Ah, hier ist... Wir haben das ja schön als Indiz benutzt. Ist jetzt einfach um die Ecke geflogen. Hä? Wo zum... Flugzeug! 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 Manno! Und die gleichen Alarmgeräusche wie bei Dead Space 1. Ui! Isaac, kommen Sie! Die sind hinter uns her! Warten Sie! Wer denn? Wer ist hinter uns her? Alles klar. Ich bleib erstmal noch hier und sammle noch ein paar Sachen ein, ne? Hat keiner was dagegen. Wir folgen dem Typ jetzt einfach mal, einfach weil es Plot ist, einfach weil er eine Blutspur hinter sich hinterlassen hat. Und interessant, dass das jetzt alles so grau in grau ist. Endlich Dana. Wieder Ruhe. Dana. Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac, wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Hulkman ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Scheiße! Kite-Man stört mein Gedrück! Kite-Man. So heißt jetzt also der verrückte Professor oder was auch immer er zu sein scheint. In diesem Teil von Dead Space. Dead Space. Dead Space. Dead Space. Matt Damon. Und Dead Space. Wir haben keine Angst, wir gehen einfach durch. Oh, ein Textlog vorlesen. Angstdorn. Zu Händen Rezeption. Keine Angst. Bitte überweisen Sie alle registrierten Personen, die sich über Angstsymptome und oder psychologische Probleme beklagen, an die anderen Krankenhäuser in der Gegend. Wir sind ausgebucht und haben kaum noch stimmungsaufhellende Medikamente. Nach den jüngsten CEC-Entlassungen, nicht Entlagerung, und der zunehmenden Spannung zwischen Unitology und Earth Go? War ich davon ausgegangen, dies sei der Höhepunkt. Aber diese neue Welle ist etwas völlig anderes. Dr. Brian Alps. Alpers, wahrscheinlich. Psychologieabteilung. Steht nichts Neues da. Sieht aus wie ein Asiat.
Wie überall hier immer? Ah ne, gar nicht. Ah, interessant. Finden wir auch da unseren Namen irgendwo? Da vorne war ja auch sowas. Nap, 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 na, nap. Nein. Behandlungsraum. Schon dumm, wenn da Feuerlöcher drin sind, die man nicht rausholen kann, weil das einfach unzerstörbares Glas ist. Nack, 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 nack. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Auf der anderen Seite habe ich noch nicht nachgeschaut. Hier gibt es wahrscheinlich auch nichts nachzuschauen. Gut. Und die FPS fallen. Nur Gegner haben echt etwas mit sich, das ist doof. Ach, das ist jetzt wahrscheinlich das Stasi-Modul. Oder? Hä? Was? Wie? Ah! Okay, das erste war falsch. Schlag? Wow! Oder ich habe wahrscheinlich Schaden genommen, als ich das beim ersten Mal falsch gemacht habe. Ne? Ne? Ah, und der spackt direkt erstmal ab. Hier, das haben wir aufgenommen, was hier drin war. Ja, gut. Gott, 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 Gott. In Ordnung, jetzt verstehe ich das auch. Nicht ins Rote, ins Blaue. Ins Blaue, ins das Blau. Ins Blaue. Und noch einmal. Jetzt habe ich nicht gelesen, wie das geht mit Stase aufladen. Textlog. Wieder was zum Lesen. Wieder was zum Lesen. Heisenberg. Wartungsbereich 384-003. Stasebett 00056-7844. Tachioneneinheit ersetzt. Emitter-Array entmagnetisiert. Heisenberg-Gabeln kalibriert. Induktionsspule zündet immer noch nicht richtig. Tester auf defekte Matrix. Habe Bescheid gegeben, dass nächster Termin abgesagt werden muss, da die Temperatur den ganzen... Da die Reparatur den ganzen Tag dauern wird. In Ordnung, in Ordnung. Sicherheitstor öffnen? Nein, dann kommt ja irgendetwas. Hm. Interessant. Was das wohl ist? Ein futuristischer Kernspintomograph. Gut, geöffnet. Nack, 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 nack. Hey! Ach so. Toll. Jetzt stand irgendetwas dazwischen. Schon hat man keine Stase mehr.